Hätten wir nicht gesehen, wären wir nicht runtergeplumpst. Ich habe gleich mal eine Platte für Kirchenmusik eingelegt. Das ist kein... A relaxing cultural stay. I agree. Reason for the relaxation. Might have been chosen of Afghanistan. Hallo? Das sieht wieder so cool aus. Ey, wir laufen die ganze Zeit in dieser Kirche rum. Das ist ein riesengroßes Kirchendings halt. Unglaublich. Muss man eben hier kurz kratzen. So. Flöhe und so, ne? Halt, Gamer wäscht man sich ja nicht. Oh mein Gott. Zwei Schalter gleich. Ich glaub, die führen 19. Ich habe eine bessere Idee. DJ El Amoroso. Ich habe eine bessere Idee. Ich gehe jetzt die Kirchenglocke läuten, wenn ich rausfinde, wo die... Wo die Schalter sind oder das Glockenseil quasi. Ich hätte einen Dollar zahlen müssen da unten. Hoffentlich hat mich keiner gesehen. Es fängt da schon wieder an zu regnen hier. Oh, diese Musik, die macht einen echt so ein bisschen Depri, oder? Ich hab's extra reingemacht. Das ist sehr lieb von dir, Lukas. Ja, gern gemacht. Treppen sind langweilig. Also ja, deswegen steht ja auch ein Stöhnschild. Cool. Na toll. Zur Ewigkeit und tolle Glocke. Das sieht ja mal stark aus. Aber wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Ring my bell. Das kann man auch falsch verstehen übrigens. Nur mal so, aber... Na, Lukas. Ja, bitte. Die Hormone. So, Sacré-Cœur, die Monastery History ist Bild in einer Geschichtsstunde hier. Könnt ihr mal kurz durchlesen hier, liebe YouTuber. Ne, so, hier, da. Six, jetzt wird's gleich geil. Schau mal da, Six. Aua. Yeah. Jump. Der Forward Keep. Gerade jetzt darfst. Gerade du springst zuerst, hätte ich gesagt. Du darfst als erstes. Nick. Ach, hinten ist eine Wartebox. Ah, nein! Au! Soll ich dich importen? Ja, das Problem ist, das. Ja. Yeah. Wie gesagt. Also wer jetzt überlebt hat, yeah, könnte vielleicht... Ich hab's überlebt. Ja, könnte uns vielleicht zurückporten. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht möglich ist. Jetzt zeige ich euch mal hier den neuen Bahnhof hier. Da habe ich jetzt endlich mal angelegt, dass ihr jetzt hier auch, wenn ihr neu in unsere Welt kommt, könnt ihr jetzt auch hier in dieses Minecart steigen und dann in den guten alten Bahnhof in der alten Welt, der jetzt ein bisschen anders aussieht. Boah, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Lukas, du Arsch. Hör auf zu schieben. Boah, da hinten sind Diamanten. Da kommt er. So. So. Das wäre ja gelacht, wenn ich da jetzt nicht treffen würde. So. Ist doch langweilig. Rumstig. Guck mal, wie toll. Huch, jetzt bin ich abgesoffen. So. Was sind wir denn hier? Da hinten ist ein Schalter. Jetzt sag mal. Jetzt mal langsam hier. Die Zuschauer wollen ja auch was mitkriegen. Also, ich bin jetzt mit dem Lukas hier in einen Gang und im Gang endet das damit, dass wir hier TNT brauchen, um es wegzuspringen, weil überall ist Bedrock, das heißt Bedrock wird stehen bleiben, alles andere weggesprengt, also müssen wir jetzt erstmal TNT finden. TNT finden wir, indem wir die anderen Gänge untersuchen. Die anderen Gänge finden wir zunächst einmal hier, dass wir hier drunter hertauchen können, dann hier wieder auftauchen können und hier einen Schalter haben. Oh. Der Schalter wurde bereits betätigt oder noch nicht? Nee, aber hier ist ein Pisten. Jetzt ist das Pisten auf, oder? Jetzt ist die Pisten runtergegangen, ja. Sehr schön.
Das ist cool. Jetzt kannst okay, du bestimmt können wir davor in den nächsten Gang gucken. Take a breath. Davor in den nächsten Gang. Hier ist aufgegangen. Dann gehen wir weiter. Is missing here. Something. Ich glaube, Redstone brauchen wir für die. Okay. Raum. Also Redstone. Hier sind Boote. Six möchte, glaube ich, tauchen. Hier geht's. Das wird lustig. Hat Six taucht gerade? Six, was ist denn da? Erzähl mal so. Beschreib mal, was siehst du gerade? Ich habe keine Lust hier zu saufen. Eine Kiste. Eine Anleitung. Okay, bring mal mit. TNT. Ja, also, da haben wir es doch. Na, guck, dann gehen wir mal. Wo war denn jetzt? Hier. Mit dem TNT müssen wir hier das Ding springen. Also ich komme wieder zurück mit meinem TNT. Ja, ich glaube schon. Und dann kannst du das, wenn du möchtest, hier mal die Diamanten damit springen. Lukas? Wir werden noch viele Adventure-Maps spielen. Möchtest du dabei sein? Natürlich. Oh, 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 oh. Weg. Ohne Lukas. Scheiße. So. Diamant! Weg. Meine Diamanten. Meins. Au. Und eine Kiste mit Redstone. Da ist vermute Redstone ich drin. Na, guck. Ja. Das Redstone kannst du dann auf... Wo fehlt das? Hier war da das, drüben, ne? In dem vierten... Genau. Blub, 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 blub. Oh, was sind das hier? System broken, Redstone... Love Boats. Dazu mal eine kleine Geschichte. Mal wieder. Love Boats war eine Serie, die lief in Sat.1 immer vor Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, beziehungsweise Star Trek The Next Generation. Und es war einfach unglaublich schlecht, weil es war so ein billiges. Es war so ein billiges. Wie soll man sagen? So ein billiges Traumschiff-Dings. Seid ihr soweit? Jo. Was ist dann los? Ja. Tobi, ihr seid, verstopft wieder alle. Ihr seid so fett. So, Lukas, ich schieb dich mal. Hupp. Toll. Ich weiß noch, als wir in der anderen Adventure Map alle in dem Loch da in dem Dinger drin gehockt sind. Ach, genau. Toll, beim Lukas hat's gehalten. Obwohl dann wieder alle rauskamen, nur der Garda nicht. Wie, also das ist mir immer noch ein Rätsel. Irgendwer stirbt hier. Ich, Lukas. Leere Kiste. Lu? If you picked up... Lu? Ach so. Lu. Das dauert mir jetzt zu lange mit dem Boot da. Und falls die Boote kaputt gehen, die Items in die Kiste legen. Genau. Und die Bücher, was hatten die zu bedeuten? Nein. Ja, die sind vorhin bis dann... Da ist ein Buchregal kaputt gegangen, wie ich dran gestoßen bin. Aha. Ach so. Okay. Verstehe. I hope you enjoyed your holiday in Paris. Instead of which you jumped up. Also, blow up dynamite. Jetzt erzählt er nochmal, was er es gemacht hat. Und Judgment Day. For which I am the only survivor. Seufzt. Und jetzt sind wir wo? Ja, wo in sonst? Einer Nebenkapelle. Tobi? T. Die Bücher Tobi? Folgen mir. Da. Ja. Tobi. Da. Nimm mal einen Zettel. Schreib mal auf G. G? G. Am nächsten steht T. Wie Erde. Und dann O. Tobi, schreib noch was auf. Guck mal. Und zwar die Farbe vom Boden. Diese, die ist in jedem Raum anders okay. Irgendwie. Vielleicht hat das was zu sagen. Ja. Also rot, T. Nee, rot, was? Was war denn das? Rot? Was war der erste Buchstabe? G. Ja. Der erste war G. Gustav. Wir haben bisher GTO und da kann ich schon wieder Werbung machen. T. Braun. Orange. O.
Und wenn du dann hier das Schild liest. Na, funny how each chapel I've gone through has a different carpet color. Weiter. It must mean Was ist something. hier? Wer, warum ist hier Shirley die and Tür jetzt Mother. offen? Das ist, Speicherpunkt. genau. Ach so. Surely another mad monk's trick, but still it's troubling. Blau. E. E wie Eponus. Oh, Lukas, deine Lieblingsfarbe. Ah. Lila. Dora gelb. Okay. Haben wir's? Tobi hat Eigentlich es ist auch meine geschrieben. Lieblingsfarbe ja grün. Also ich würde ja mal sagen, jetzt so mit Kombinatorik, wie sie mir eigen ist, das Colorimetric Key der Weg ist, wo wir lang müssen, Jungs. Weil so Colorimetric Key vielleicht irgendwie. Ach, guck mal. Was ist das denn? Ach, wie schön.243 Möglichkeiten. Der Besser mal die Regel Reihenfolge. lesen. God eat dog. Also der Hund, der Gott isst Hunde. Clues, Regeln. Clues heißt Regeln. Nee, Hinweise. Also, Tobi, wir brauchen Okay. als erstes ein G. Aber wie machen wir das? G-O-D war da. Gott. Das Ja. heißt, zu G gehört Rot, also Rot drücken. Ja. Zu O gehört Orange, also Orange drücken. Nee. Haben wir Wir haben nicht. aber kein Orange. Warte, Aber zu was O ist es mit der gehört. Zahl 243? Ich denke mal, wenn du die Farben kombinierst. Nein, 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 Weil du hast 243 ja ist hier eine. nur. 243 ist, dass es 243 falsche Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und deswegen wir besser mal den Lösungsschlüssel anwenden. Wer lesen Auf jeden kann, Fall Nicht gibt lernen, es in die Vorteil. Buchstaben waren da, gab es, also in diesen Räumen. GTOEAD. Rot, braun, orange, blau, lila, gelb. Hä? Welche Ja, Farbe dann. hat G? G hat rot. Das haben wir gedrückt. Und O? Und O? Orange. Nee. Welche Farbe hat E? E hat blau. Aha. Vielleicht blau jetzt. God eat dogs. Blau. Welche Farbe hat Und warte. D? Das war gelb. Nein, ist wieder nicht da. Verdammt. Vielleicht wieder rot. Aber was Weil wäre denn rot wieder rot? da ist. Was wäre denn rot? Das ist ja nicht Vielleicht rot, das müssen ist wir die. braun Ah, hier. ich weiß was. Wir müssen. Es dreht sich immer. Und wir müssen anbringen. Rot für G. Orange für Eat. Und gelb für Dog. Das heißt einfach Hä? drehen. Ach Glaubst du nicht, ja? bis immer andere Farben da sind? Ach, jetzt habe ich das Gelb aufsehen nicht weg. Oder? Nee, Nee, nicht das ist weg. gelb. Okay. Ach, so Nee, lange drücken, bis die Farbe da ist. Ah, halt, stopp, 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 stopp. ja. Die erste ist Ja, an. fürs erste haben wir es schon. Das Okay. zweite Wuhu. für Eat. Was ist die? Sag die Farben. Was ist E? E ist blau. Okay. Und T ist? T ist braun. Und A? A ist lila. Also das erste lila, das zweite. Nee, das erste blau, das zweite lila und das dritte braun.